normale Filter auf das Objektiv zu bekommen, kann manchmal ein bisschen fummelig sein. Zum einen muss man erstmal das Gewinde treffen, dann muss man das Ganze festschrauben und je nachdem, wie fest man das geschraubt hat, ist man dann erstmal wieder am Kämpfen, wenn man den Filter austauschen möchte, das Ganze wieder abzubekommen. Da gibt es jetzt aber tatsächlich eine recht praktische Lösung, magnetische Filter. Da schraubt man einfach nur einen Adapter auf das Objektiv, für jedes Objektiv idealerweise einen Adapter. Und dann kann man einfach per Magnet den passenden Filter draufpacken. Eine mögliche Lösung kommt da von K&F-Konzept. Die waren so nett, haben mir hier mal ein magnetisches Filterset zur Verfügung gestellt. Ich will aber dazu sagen, dass ich auch in der Vergangenheit bisher K&F wirklich immer gerne selber benutzt habe, selber gekauft habe, weil es Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ich denke, das ist auch hier der Fall. Und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen, was dieses magnetische Filterset alles so kann. Mit dem Filterset für 120 Euro bekommt man dann schon mal alles, was man braucht. Zum einen diese Filtertasche, die man auch am Gürtel anbringen kann, wenn man das möchte. Diese Tasche hat eine etwas nervige Klappe, die könnte man meiner Meinung nach auch weglassen, aber immerhin hält sie hier vorne magnetisch. Und dann im Filterset selbst hat man vier Taschen. Und da hat man zum einen den Adapterring. Den gibt es in unterschiedlichen Größen, müsst ihr dann für euer Objektiv dementsprechend dann besorgen. Es ist hier auch dann gleich noch ein UV-Filter dabei. Der ist auch gleichzeitig noch Adapterring. Das heißt, sowohl diesen Filter als auch den Adapterring schraubt man dann ans Objektiv. Und danach kann man dann verschiedene Filter magnetisch anheften. Zum einen ist in diesem Set jetzt hier ein ND-Filter enthalten und ein Polarisierungsfilter. Den Adapterring schraubt ihr dann an euer Objektiv und dann könnt ihr die Filter ganz einfach magnetisch anheften. Ihr könnt übrigens auch Filter stapeln. Ich habe jetzt hier zum einen den Polarisierungsfilter und den ND-Filter gestapelt. Und ich glaube, ihr seht hier schon, dass das magnetisch wirklich sehr, sehr fest hält. Wenn ihr den Adapterring dann angebracht habt, dann trägt er nicht wirklich auf. Ihr habt also keine Probleme mit Vignetting oder Ähnlichem. Das ist gar kein Problem. Und dann könnt ihr ganz einfach den Filter magnetisch anheften und genauso schnell auch wieder abnehmen. So schnell könnt ihr keinen normalen Schraubfilter austauschen. Das ist schon mal richtig toll. Und wie gesagt, könnt ihr so Filter auch ganz einfach kombinieren. Also der ND-Filter, der hier enthalten ist, der ist natürlich praktisch zum Filmen, damit man die Blende schön weit offen lassen kann oder auch wenn ihr Langzeitbelichtung machen möchtet. Und der Polarisierungsfilter hilft bei spiegelnden Flächen, egal ob das eine Wasserfläche ist oder ein Fenster, dann könnt ihr tatsächlich zum Beispiel unter die Oberfläche schauen bzw. durch ein spiegelndes Fenster hindurchschauen. Ich bin mittlerweile großer Fan von diesem magnetischen Filtersystem. Nicht nur hat man den Filter extrem schnell am Objektiv, sondern man kann ihn auch ganz schnell austauschen und sogar mit anderen Filtern kombinieren. Das sind alles große Pluspunkte. K&F Konzept bietet aber nicht nur den Polarisierungsfilter und den ND-Filter, sondern ihr könnt auch noch andere Filter dazu kaufen, wenn ihr es möchtet. Es gibt auch noch eine Objektivkappe, die auch magnetisch hier vorne dran hält. Das heißt, hier habt ihr eigentlich ein rundum sorglos Paket mit solch einem magnetischen Filtersystem. Ich würde euch immer empfehlen, einen möglichst großen Adapterring zu kaufen und die größere Größe der Filter zu holen. Dann habt ihr mit Vignetting keine Probleme und ihr könnt das Ganze auch mal zu einem anderen Objektiv adaptieren. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsfiltersystem ist. Ich mag das magnetische Filtersystem von K&F Konzept, weil es preis-leistungstechnisch wirklich sehr, sehr gut ist. Die meisten magnetischen Filtersysteme sind deutlich teurer. Auf dem Weg zu den Kommentaren, seid so lieb, lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.